Joi Schlängel, nachdem die Aktion so gut angekommen ist, die Kennzeichenhalter innerhalb kürzester Zeit ausverkauft waren, haben wir hier wieder ein neues Produkt für euch am Start, was es noch nicht gab, aber viel gefragt war. Get on my level, Handtücher für den Sommerurlaub, fürs Freibad, für zu Hause. So sieht das Ganze aus, wenn ihr es ausgelegt habt. Hier mal den farblichen Vergleich. Hier sehr blasse Farben, wie wir fanden. Wir haben echt Wert darauf gelegt, dass die Optik auch richtig geil kommt, das Schwarz-Weiß-Kontrastverhältnis super ist. Auch ganz entspannt, wenn du so an den Strand gehen. Passt, wackelt, hat Luft. Schaut das wie gesagt aus, wenn es bei euch zu Hause ankommt. Und ihr kriegt noch Probestellung, dann natürlich auch eine limitierte Autogrammkarte dazu. Fünf verschiedene Motive, alle handsigniert. Und als Gratis-Item obendrauf gibt es noch entweder den Schlüsselanhänger, wenn ihr da drauf Bock habt, oder auch die heiß begehrten Clipperfeuerzeuge. Eins auch zu jeder Bestellung dann gratis dazu. Hier steht für Gönnfreunde, danke für die Liebe bei der Aktion. Kuss. So, gehen wir rein in die Entbannungsanträge. Da haben wir den Anton Zocker. Konto erstellt am 29. Oktober 2021 und seine zwei Nachrichten waren: Hey, Nutte. Digga, seine Entschuldigung. Ey, Monte, hey, Mutz, wollte mich entschuldigen, was ich im Chat geschrieben, würde gern wieder teilnehmen, kommt nicht wieder vor. Wann war denn das? Ja, ist ja schon über ein Jahr her. Wäre aufheben, willkommen zurück. Dann haben wir den Hackwurst mit mehreren Nachrichten. Arschloch, Monte, du Hufe, geile Musik, moin und Hurensohn. Hallo, lieber Monte, hallo, liebes Mod-Team. Da die Anzahl der Wörter beschränkt ist, fasse ich mich kurz. Ich möchte mich für mein Fehlverhalten und meine Wortwahl entschuldigen und möchte in Zukunft mich ändern und nicht mehr solche Sachen in den Chat schreiben. Ich hoffe, ich werde entbannt. Wenn nicht, schaue ich deine Streams trotzdem weiter. PS, bis der Beste, lieben Gruß. So ein Schleimscheißer, Digga. Von 5 Nachrichten waren 3 beleidigend. Das weiß ich auch nicht, Digga. Aber du, ist das schon, ein halbes Jahr her? Komm, haben wir es mal heute nicht so. Schwere aufheben. Twitch Prime ist kostenlos, ne? Paul mit Benutzung und wünsche mir die 80er, 90er... Blablabla. Bla, bla. Cool Story, falls den Song freit, wirst dich aber 10-mal impfen lassen. Ach, den hab ich gesperrt. Morgen wäre cool, wieder Teil des Chats zu sein. Denke, das halbe Jahr war gerecht und scheiß mal diesen ganzen Corona-Thema. Sorry, wenn es sehr abgefuckt hat. Ja, es war halt einfach, ich kann mich noch dran erinnern. Ich habe den Song Freiheit von Marius Müller-Westernhagen gehört und den gefeiert. Aber zeitgleich habe ich halt auch gesagt, dass ich mich jederzeit impfen lassen würde. Und damit ist er nicht klargekommen und hat sich in seiner Freiheit beschränkt gefühlt. Wann war denn das? 6 Monate her. Ja, komm, gut ist. Atzking, das kannst du dir halt nicht ausdenken. Ach, der ist vom Teammates-Event noch gebannt. Ich bereue, das Wort Leak geschrieben zu haben und es war dumm und kindisch. Ja, komm, wieder willkommen. So. Guten Tag, hiermit möchte ich mich für mein Verhalten im Chat aufrichtig entschuldigen. Es tut mir leid, dass ich sowas geschrieben habe. Es war nicht überdacht, einfach nur dumm. Okay, aber hier wurde ein Link angehangen vom Hades. Hades, da bin ich gespannt wie ein Bettlaken. Ey, könntest du mir einen Sub gönnen? Es wäre sehr nett. Hab momentan nicht viel Geld. Sophien, also da muss ich leider den Antrag ablehnen. Das Ganze ist zwar schon 4 Monate her, aber meine Zuschauer anzubetteln nach Gifted Subs, das mag ich nicht. Kannst gerne noch mal einen Monat, aber das mag ich überhaupt nicht. Patrick Lühner. Boots hat Patrick Lühner gesperrt. Für was wurde er denn gesperrt? Ach so, für dieses Du Hurensohn. Älter und reifer, ja, ein Jahr knapp vergangen. Geht schlafen, Kinder, seid ihr alle dumm? Du Hurensohn. Ja, komm. Twitch Prime und rein. Leon, Hurensohn. Hurensöhne. Wann hat er das geschrieben? Vor knapp 8 Monaten. Hat meine Mom beleidigt. Er war dumm, dass ich Hurensohn geschrieben habe. Ich entschuldige mich aufrichtig dafür. Wird gern wieder im Chat mitschreiben können. Lieben Gruß, Leon. Also erstmal, wie du Hurensöhne geschrieben hast ohne H, das triggert mich schon übelst. Ah, weiß ich nicht, Digga. Sehe ich nicht ein, dich da zu entbannen. Alleine das hier schon. Diggi, was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Das sehe ich ja jetzt erst, Digga. Nee, Leon. Also, erstmal nicht. Danke dir. Da haben wir gar keinen Bock drauf. Die Natascha, oha. Die habe ich gesperrt. Ja, moin. Du bist doch selber während der Corona-Zeit nach Malta geflogen, war auch unverantwortlich. Keine Ahnung, warum du mich damals gebannt hast. Eventuell hätte ich meine Tage und finde es nur fair, wenn ich entsperrt werde. Alles andere wäre keine Gleichberechtigung und wäre frauenfeindlich. Ja, da war ich halt getriggert. Aber Natascha, da muss ich ja hier für die Gleichberechtigung die Sperre aufheben. Natascha, Twitch Prime ist kostenlos, das weißt du, ne? AAP Lucky Headshot. Lieber ein fettes Schwein statt Ziegenficken, Apo Red. Da waren sich die Mods einig. Code Driven Timeout, Jason Timeout und Code Driven dann gesperrt. Ups, tut mir sehr leid. Wirklich, ich liebe sie, Marcel. Please, Anmann wird gern zappen, aber geht nicht. Kuss. Digga, es war erst vor 2 Monaten. Beim Turnier, glaube ich, ne?
Beim Turnier. Nee, das tut mir leid. Da gibt's erstmal. Ja, er hat recht. Red, so ein Keck. Soll ich dich direkt hinterher schicken mit einem Bann oder was? Nur weil man jemanden nicht mag, heißt es nicht, dass man hier im Chat machen kann, was man will. Monte, du Huren. Moin, Monte. Mein Bann ist schon länger her. 3 Monate. Sorry dafür. Ich schaue dir immer wieder gerne zu. Deine Streams sind unterhaltsam. Kuss. Ja, komm. Der Hegel 187. Ich habe ein 30 cm Zitteraal, du Hurensohn. Mein dämlicher Freund dachte, man wird nicht direkt gesperrt, wenn man sowas schreibt. Was nen Huso lasse. 14 Timeouts hatte der schon. Nee, Chat, da muss man auch mal nochmal luschern. Ich glaube ihm, dass es sein Kollege war. Erstmal. Und er hat eine zweite Chance verdient, finde ich. Sperre aufheben. Willkommen zurück. Weil Monte ein Hurensohn ist. Aha. Angetrunken ist doch gut. Was ist schlimm? Koks oder Alk? Süße Titlein. Den hab ich gesperrt. Da hatten wir uns ein Video von seiner Mutter angeguckt, weiß ich noch ganz genau, und er hat geschrieben, süße Titlein. Das fand ich unpassend, seine eigene Mutter nachzusagen, dass sie schöne Titten hat. Ablehnen. Grüß Mutti von mir. Jalla. Alles gut, bei dem 33-jährigen Verlierer mit Gotteskomplex und narzisstischen Störungen muss ich nicht am Chat teilnehmen. Also mittlerweile bin ich auch 34, aber gut, dass du da so schön aufpasst. Gotteskomplex, weiß ich jetzt nicht. Schauen wir uns mal dein Profil an. Du warst ein Channelhopper oder was? Ach, wegen den Leuten, die Phoebe beleidigt haben? Ah. Ja, ich werde mich auf das Niveau von ihm nicht einlassen. Letztendlich hat er den Fehler gemacht und hat eine 16-Jährige beleidigt. Versteht ihr, wie ich meine? Wenn er meint, ich habe einen Gotteskomplex und bin narzisstisch veranlagt, brauche ich da nicht gegen argumentieren. Eine 16-Jährige zu beleidigen und Channelhopping zu betreiben, ist, glaube ich, schlimmer als das, was er mir vorwirft. In dem Sinne, wieder schauen und reingehauen. So, die Glockex. Mimi. Ja, das sind immer Kommentare. Ich habe da gar nichts gemacht. Ja, das ist, da kann man, wird wieder reingetriggert. Komm, wir kommen zurück. So, dann haben wir hier noch Monte Duan. Junge entbann will endlich suppen. Gutes Argument, willkommen zurück. Willkommen zurück, Bruder. Twitch Prime und rein. So, du Hurensohn von Cannabi71. Hallo Mods. Ich entschuldige mich sehr, dass ich sowas geschrieben habe und habe aus meinen Fehlern gelernt. Ich habe ein halbes Jahr darüber nachgedacht und habe entschlossen, mich jetzt zu benehmen und hoffe, dass ich eine zweite Chance bekomme. Finde ich sehr gut, dass du ein halbes Jahr jeden Tag darüber nachgedacht hast. So soll es doch sein. Willkommen zurück. Twitch Prime ist kostenlos, mein Süßen. Das ist ganz schwierig, Digga. Neuen Draven, sag ich dir so, wie es ist. Egal ob, also richtiger Spoiler oder falscher Spoiler. Serienspoilereien finde ich richtig schlimm. Es ist zwar 5 Monate her. Okay, ich heb die Sperre auf, weil es ein Fake-Spoiler ist, also ein Spaß-Spoiler. Wäre es ein ernster Spoiler gewesen, würde ich dich nicht entsperren. Gott, bist du behindert. Von Nachkuss. Da ich hier eine Nachricht von 2018 sehe, denke ich, dass ich seit 4 Jahren gebannt bin. Ich weiß nicht, was 2018 mit mir los war, beziehungsweise warum ich das geschrieben habe. Es tut mir auf jeden Fall leid. Oder da brauchen wir nicht drüber reden. Sperre aufheben. Ewigkeiten her, Digga. Hallo, lieber Mod-Team. Ich wollte mich für meinen Verhalten entschuldigen. Ziemlich unreif von mir war. Kieskauer mit Mod-Kommentar hat mich per Whisper als Hurensohn beleidigt. Ja, wer meine Mods als Hurensohn beleidigt, wird abgelehnt. Tschüss. Butzer, der Hurensohn, macht das. Hallo, liebes Mods. Tut mir leid. Butzer, du entscheidest, ist Butzer da? Ist schon ziemlich lange her. Also ich finde, auch wenn er Butzer beleidigt hat, das ist relativ lange her. Kann man auch mal eine zweite Chance geben. Entschuldigung ist da und gut ist. Was geht? Du Huso, sorry Alla, bin ratzevoll Alla, wer hat Bock auf Velo? Sorry Mods, ich hatte leider zu sehr einen Sitzen, werde nicht mehr vorkommen. Bula Bila. Ja, willkommen zurück, alles gut, Digga. Moin, hab echt keine Ahnung mehr, warum ich gebannt war. Hab den Account erst neulich wieder gefunden und mich eingeloggt. Keine Ahnung, willkommen zurück. So. Das war's erstmal mit den Entbannungsanträgen. Mods, die anderen nicht bearbeiten, da können wir nochmal die Tage reingehen.